Wieder zurück in Kena, Bridge of Spirits. Moin, hier ist der Angelus. Und wir haben hier diese Brücke hinter uns gelassen, was hoffentlich nicht die Bridge of Spirit war, weil die ist ganz schön schäbig kaputt. Aber die Rod hat uns da rüber geholfen mit ihrer mächtigen Kraft. So, wir machen weiter. Wir müssen auf den Gipfel rauf zu Russos Haus. Willkommen zurück zur 6. Episode hier. Moin, moin. Da ist ein Sack. Doch nicht. Interagieren kann ich. This pack is tiny. It looks like it could have belonged to one of the children. Ein Rucksack von einem der Kinder? Als sie hier auch schon ihren Bruder gesucht hatten oder so? Gucken wir mal. Danke für den Daumen nach oben in der letzten Folge. Oder allgemein täglich hier bei diesem Let's Play. Willkommen. That corruption is powerful. There must be a relic nearby. I need to find another way around. Okay, aber da kann ich doch die Maske einsetzen, oder? Ups. Da scheint noch was zu sein. Die Laterne leuchtet auch noch blau. Eigentlich nicht Fotomodus in dem... Ein Relikt muss also in der Nähe sein. The forest has become too dangerous, Taro. The village is the safest place for you. If you hurry, you can make it back before sundown. I'll come for you when my work here is done. Der Alte in dem in den Erinnerungen, ist das der rachsüchtige Geist, den wir am Anfang von der vom Spiel gesehen haben in der Höhle? Dieser mächtige Typ mit dem Stock? Ist Taro sein Sohn vielleicht? Dass er auch sauer ist, weil er auch so seine Söhne, Kinder verloren hat und so? Weiß ich nicht halt. Ich finde, der sieht so ähnlich aus. Altes Ackerfeld hier. Nichts zu holen, noch nicht. Aber ein neuer Schnellreisepunkt. Kristalle da oben kann ich noch nicht mitnehmen. Leuchten noch nicht stark genug. Okay. Da kann man aber noch rum hier. Auch noch nicht. Solange das noch nicht geheilt ist, ist hier nichts aktiv von den Dingern. Das sieht mir nach einer Kampfarena aus. Einer ist gerade ins Wasser geschwommen? Okay, noch die Kleinen. Kann man den neuen Parry-Angriff testen, wenn ich das Timing hinkriege. Ja, mächtig. Baseball. Oh, das ist wieder so eine Träne. Nein, nein, nein. Ich will erstmal gucken, was ich hier mit dem Kampf machen kann. Ah, da kann ich mitkämpfen hier. Oh, oh, oh. Nice. Jetzt aber die Pflanzen schließen. Eine weniger. Wieder auch. Ah, ich brauche noch ein paar Mutpunkte. Reicht. Und die große Pflanze ist offen. Zu weit weg. Das ist echt... In allerletzten Moment gedrückt. Ne? Aber da war ich zu spät. Da war ich auch zu spät.
Au, der hat gesessen. Sind die vernichtet? Ja, die Gegner lösen sich auf. Und mein Leben kommt zurück. Ganz schön ramponiert durch diesen Kampf. Da ist eine Dungeon-Tür oder so. Haben wir auch so eine Plattform? Ja, hier. Aha, was ist das? Ah, das ist so ein Stein. So ein Pot. So ein. Sieht aus, als könnte der hier gut Platz haben. Ups. So ein Kristall, der den Lichtimpuls weitergibt, damit der dann auch da oben ankommt und somit dann da zu der Tür. Denke ich mal. Hier ist eh kein anderer Weg mehr, ne? Ne. Oben ist alles verseucht. Wir müssen durch den Berg. Das Tor von Moria. Jawohl! Haben wir das Losungswort gefunden. Will ich da wirklich rein in dieses dunkle Loch? Alles mitgenommen. Nichts mehr versteckt. Licht anmachen. Okay. Ganz tiefer Abgrund. Voransprung. Sprint. Ohne mich an der Kante festhalten zu müssen. Hier ist aber dunkel. Hier ist aber richtig dunkel. Klappt schon. Wow. Eine Geister-Todesranke. Ich wollte dich nicht wecken. Schlaf ruhig weiter. Ey. Es ist Kappa. Kappa ist auch asiatischer Dämon-Name. Kennt man aus Nioh. Da gab es auch Kappas zu bekämpfen. Das sind immer Dämonwesen aus der asiatischen Mythologie. Wow, er schmeißt Bomben. Hm? Komm raus aus der Pfütze. Ja. Jetzt ist er da. Wo ist er jetzt hin? Da. Ich muss mal die Rod auf ihn schicken, damit er mal ein bisschen länger da bleibt. Auf ihn! Jawohl. Nicht so, nicht so. Lebenspunkte. Wir spawnen trotzdem. Schon haut er wieder ab. Da ist er. Ja, immer wenn ich ihm zu nahe komme. Also ohne die Rod geht es kaum, den Schaden zuzufügen. Komm schon, bevor er was wirft. Haut er gleich wieder ab? War ich zu dicht?
Stell ich mich mal hier in die Mitte, damit er auch mal oben bleibt. Ich brauche Mutpunkte. Wow! Alter, was war das denn für eine Artillerie? Es kommt doch von da. Mörserfeuer. Hey, hey, hey. Lass es mal. Hier gibt es keine Lebenspunkte mehr. Puh. Mein Leben ist rot. Kommt das aus der Pflanze? Ja, da ist ja jemand. Als Belohnung bei denen kriege ich wenigstens hier ein Punkt Mut wieder zurück. Schnell hin da, bevor er wieder abhaut. Weg, weg. Nicht mich treffen lassen. Komm schon, ich habe noch Mutpunkte. Er ist wieder da. Komm schon, schnappt ihn euch. Jawohl. Und der ist down. Yes. Kämpfe werden interessanter, je weiter man kommt. Als er da oben war, ey, mit dem Artilleriefeuer, das habe ich ja echt zu spät bemerkt. Das da sieht aus wie ein Fahrstuhl. Ich gehe erstmal hier rauf. Kisten. Kein versteckter Rod? Nur diese Kisten? Das ist ja belastend. Nur ein bisschen Licht anmachen. Jetzt mal hier in die Ecke gehen. Gut, betreten wir mal den Fahrstuhl. Abwärts? Nee. Ich wollte gerade sagen, ich muss doch nach oben. Bewegt er sich erst ein kurzes Stück runter. Wow, diese ganzen Zahnradgetriebe da. Krass. Hey, Hannah, you made it. I think we found Mr. Russo. Come on, this way. Ja, ich komme gleich. Ihr seid natürlich schon wieder oben, ne? Die kennen einfach bessere Wege als ich. So, irgendwelche Geheimnisse hier noch? Nö. Wo bin ich denn jetzt von Karte zu Karte? Okay, da. Hier ist dieses Haus, da ist der Höhleneingang gewesen. Bin doch jetzt bestimmt schon ein gutes Stück weiter oben, ne? Ah, da ist was. Can you pick that up? Der Kampf muss doch bestimmt ordentlich viel Karma gegeben haben. Wie viel habe ich jetzt? 170. Cool. Neues Update, würde ich mal sagen. Oder 200, um das Schild erstmal zu stärken. Was kriege ich denn hierfür? 150. Drücke beim Springen R2, um einen verheerenden Angriff aus der Luft zu starten. Der ist auch gut. Den lerne ich jetzt. So. Kann ich das auch machen, wenn ich nicht sprinte? Wäre der eigentlich stärker, wenn ich Doppelsprung mache und noch weiter oben bin? Keine Ahnung. Hört sich auf jeden Fall schmetterhaft an. Okay. Die Jungs laufen schon wieder vor und da ist schon Russos Haus.
Bin mal gespannt, was für Gebiete wir später noch kommen, die vielleicht optisch sich ein bisschen abheben von diesem Wald hier. Da ist der Ausguck. Ist das eine Affenflagge? Oh. Hey, Mr. Russo! We've been looking for you! Jo. We brought our friend Kena. She's here to help Taro. The power of the mountain shrine is connected to everything in this forest. The trees here grew strong, drawing on its energy. And the land was once in perfect balance. But like all things, the mountain shrine follows a natural cycle. One that our village struggled to understand. As the shrine's power began to fade, a devastating famine struck our village. Taro lost his parents. And he was left to take care of Benny and Saya. I should have done more to help Taro. And now I can only watch as his spirit struggles. We can still help Taro, Russo. There's a relic covered by the corruption at your house. But I need a way to break through. That weapon you carry, I sense it holds a deeper power. The staff belonged to my father. It's been in our family for generations. He must have been a great spirit guide. I may be powerless against the corruption, but I can teach you a new way to fight it back. To a trained archer, the bow is simply an extension of the body. A spirit guide staff is no different. Look, Benny. Ground yourself. Feel the energy of the mountain. Draw on its power. Try using your bow on these targets. When you are finished, feel free to practice at the other stations I've set up. Ach, Bogenstation, wie bei Ghost auf Insel Iki. Wie der Berg aber auch am Leuchten ist, ne? So, jetzt haben wir die Bogenfähigkeit. Einfach mit der Kraft des Geistes. Voll cool. Die Videosequenzen sind echt schön gemacht, aber ich habe das Gefühl, dass die Videosequenzen dann eher in 30 FPS laufen, um diesen filmischen Look zu behalten, weil die ja, wie gesagt, Animationsfilme früher gemacht haben und das dann auch so beibehalten. Das gibt denen auch wirklich so einen richtig filmischen Touch. Irgendwie fast, als würde man Disney Plus gucken. Irgendwie so einen Pixar-Film oder so. Oder Raya irgendwie mit den letzten Drachen oder so. Sieht ähnlich aus. So, versuche deinen Bogen an diesen Zielen. Wenn du fertig bist, kannst du an den Stationen... Ja genau, hat er eben gerade gesagt. Bogentraining. Du hast die Bogenfähigkeit gelernt. Drücke und halte L2, um zu zielen, während du L2 gedrückt hältst. Drücke kurz R2, um einen Pfeil abzufeuern. Nur kurz drücken. Wow, great shot! Woohoo! Woohoo! 3 Schuss, da laden sich unten die Pfeile wieder auf. Auf der rechten Seite dann die Anzeige. Ich finde immer super, dass die Anzeigen sofort wieder verschwinden, wenn du sie halt nicht benutzt. Also wenn ich auf die Watch schieße? Die gehen einfach durch, die Pfeile. Er guckt mich nur ein bisschen blöd an dabei. Dankeschön, Meister Taro.
Quatsch, Meister Russo. Herr Russo. Darum muss ich ja erstmal beschwören, das ist Russo. Back again. I'll toss up another set of targets. Ach so. Kann ich doch mal machen, wenn ich ihn anquatsche. Ziel ist ganz schön empfindlich ein bisschen, aber es geht noch. Your bow is awesome. Awesome. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Ich habe noch keinen Relikt gefunden, aber wahrscheinlich kann ich mit dem Bow jetzt noch ganz, ganz viele andere Sachen öffnen. Can you pick that up? Der Fuchs steht wieder. Haben denn die Kleinen noch was zu sagen? Oder ist das hier, wenn ich versuche zu quatschen, nur wieder mit ihm? Nur mit ihm. Das war der Besuch hier oben. Ja, hat sich dann für den Bogen auf jeden Fall gelohnt. Und einen Portstein gibt es hier auch. Da geht's zu seinem Haus und hier. Von hier bin ich gekommen, oder? Ja. Ja, genau, von hier bin ich gekommen und dann ist hier die Videosequenz losgegangen. Alles klar. Das ist wirklich nur ein Ausguck, ne? Sein Haus ist dann hier so, glaube ich. Da oben, das sind doch auch Bogenziele. Sieht jedenfalls aus wie so Zielscheiben. Oh, da ist er ja hingeportet. Ey, wie viele Wege hier sind. Was ist das? Die habe ich ja schon häufiger gesehen, die Dinger. Tränen des Waldes kommen daraus. Für? Nicht hier. Erstmal gucken, wofür die sind. Wahrscheinlich dafür. Immer schön hier lang. Ah, das ist wieder so ein Ding ums Schreien. You'll need to move quickly for this one. Du musst dich hierfür schnell bewegen. Follow the path and hit all six targets before time runs out. Auf Zeit, 6 Ziele. Ready, go. Welchen Pfad soll ich denn lang gehen? Hier? Ja. Und nun? Da. Komm schon, 5 Sekunden nur. Hab's geschafft. Ich will aber nicht nochmal. Aber es gab ja die Belohnung, ne? Aber eben war er ja noch hier an dem Stein. Da. Focus is critical. Fully draw the bow and your arrows will be more powerful. Okay, länger halten also, okay. Pull the lever to drop the targets. See if you can hit them before they reset. Zieh den Hebel, um die Ziele fallen zu lassen. Wo ist ein Hebel? Reden. Over there. Whoa. Wow, great shot. Ja, ne? Mega. Den Hebel habe ich nicht zuerst gar nicht gesehen. Okay, danke, Meister. Dann haben wir noch mehr. Mal die Bogenausbildung hier. Was haben wir denn hier? Shoot the painted whirlybird to begin. Aim quickly and hit them all in the air.
Drehflügler? Das da? Ah, guck mal. Da war ein Rod versteckt. Hallo. Triff sie alle, bevor sie auf den Boden fallen? Ich sehe da nur diese Dinger da. Ah. See, that was pretty cool. Ja, das war mega. Okay, es war nur der eine da, ne? Gut. Waren das alle Positionen jetzt? Ah, guck mal. Schnappt sie euch! Ne, das habe ich ja schon. Und hier haben wir noch einen Laden. Und noch was. Da ist wieder ein Schalter. Here, you'll need to make every shot count. Destroy all the targets to progress. There are three difficulty levels. Okay. Drei Schwierigkeitsstufen. Right there. Das war Stufe 1. Weiter. Wow. Wollte mich gerade schon wegdrehen. Nein. Komm schon. Wenn man zu schnell drückt, spannt sie nicht sofort. Dann bin ich schneller als sie. Stufe 3. Komm schon. Komm, schieß. Die Pfeile laden sich halt nicht so schnell auf. Hab sie aber alle. Neuer Hut verfügbar. Oh, die Eulenmaske, weil ich alle Herausforderungen abgeschlossen habe, ohne daneben zu schießen. Tja. Killer. Drehflügler, noch ein Helm. Voll viele Helme jetzt freigeschaltet. Besser gesagt, Hüte. Und auch viel Geld. So, Partyhüte, die habe ich alle. Vogelnest einmal kaufen. Großes Maske, die ist cool. 500 kostet die auch. Uiuiui. Wo ist denn der Drehflügler hin? Ach, da. Bin ich dran vorbei gewesen. Guck mal, Russus Maske ist schon eine, die schon teurer war. Mal gucken, wenn ich später coole Sachen habe, werde ich die vielleicht einheitlich anziehen. Habe ich es aber alle gekauft einmal, ne? Ja. Der Fuchs ist auch nicht schlecht. Sind alle ausgerüstet und einer trägt halt jetzt Russus Maske. Ich denke, dann kann ich den Ort jetzt hier wieder verlassen, wenn ich hier durch bin. In die Richtung. Und dann hier wieder runter. Da, und dann geht's zu dem verseuchten Haus. Taros Angst heißt das Ganze. Hat auch Spaß gemacht, aber da hinten sehe ich noch eine. Nicht da lang! Nicht da lang! Nein! Leichte Orientierungsschwierigkeiten. Ich dachte, ich stand gerade auf der anderen Seite. Ha. Habe ich die Sachen jetzt trotzdem fertig? Ich hoffe. Nicht, dass ich hier die Trainingsaktion nochmal machen muss, aber... Die Sachen sind weg da oben. Kann ich ja sehen, indem ich den Shop angucke und sehe, ob da Taros Maske ist. Russus! Verwechsel den Namen. Ja, hab's fertig.
Ist auch ausverkauft, das Ding. Ich wollte hier lang, weil ich das gesehen habe. Da stand die Kamera falsch rum. Da war noch eben so eine leuchtende Vase. Wo ist sie denn? Ich meine nicht diese Laternen. Ich meine wirklich so eine runde Vase. Die Ziele habe ich ja schon. Bin ich blöd? Habe ich die gar nicht gesehen? Von hier aus? Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Doch, da. Da ist die. Ach, das ist auch die, die ich schon habe. Die verschwindet halt nicht. Die geht nicht kaputt. Da war ja der Rod drin. Gut, Leute. Ich bedanke mich fürs Einschalten in der heutigen Episode. Hier oben bei Meister Russo. Wir haben alles gelernt von ihm. Und können uns jetzt gestärkt wieder nach unten begeben mit unserer neuen Bogenfertigkeit. Also danke fürs Einschalten und lasst einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Bis zur nächsten Folge. Ciao.